hier sind wir heute, wie ihr gerade schon gesehen habt, in Bottrop gelandet. Ja, wir wollen heute eine mehr oder weniger urbane Wanderung machen und haben einige Highlights auf der Pfanne. Da wird jetzt noch nicht verraten, was kommt. Wir sind selber gespannt, ob das alles so klappt. Das werden 26 bis 28 Kilometer werden. Genaueres gibt es dann am Ende. Ja, heute hat es mal nicht so warm. Gestern hat es nämlich geregnet und heute sind wunderbare 22 Grad in etwa und da lässt sich's gut wandern. Wie ihr gesehen habt, auch am Outfit, heute etwas urbanere Schuhe, sprich Joggingschuhe, also mal nicht mit Wanderschuhen, aber ansonsten haben wir alles dabei. Ja, und dann erhoffen wir uns jetzt ein Abenteuer für uns und für euch. Bleibt dabei! Wir befinden uns jetzt hier auf der Halde an der Beckstraße, nachdem wir gefühlt und nicht nur gefühlt einmal um Bottrop herum und uns die ganzen Sehenswürdigkeiten dort angesehen haben. Einen Eindruck habt ihr ja schon bekommen. Ja, befinden wir uns jetzt, wie gesagt, an der Halde Beckstraße, auf der sich der Tetraeder befindet. Das ist eine der größten Halden in der gesamten Region hier. Und in der gesamten Emscher-Region, ja, die wurde im Rahmen der internationalen Bauausstellung natürlich mal wieder hier ja sozusagen eröffnet. Und diese Hallen sind Abraum von den Kohlebergwerken, die dann aufgeschüttet wurden, begrünt wurden. Ja, und oben auf der Halde befindet sich unser erstes Highlight, der Tetraeder. Hier gibt es der berühmte Serpentinweg, wo man die Halde erklimmen kann. We'll be right back.
So, jetzt könnt ihr live dabei sein, wie ich den Tetraeder erklimme. Das geht ganz schön steil nach oben. Zweite Plattform ist auch erklommen. Es wird immer windiger und das ganze Ding wackelt ganz schön, weil das ist eine Stahlkonstruktion, die an Stahlseilen gehalten wird. Ja, und jetzt erklimme ich auch noch die dritte Plattform. Treppe. Gleich komme ich wieder ins Bild. So, geschafft. Ich bin oben. Ich habe den höchsten Punkt des Tetraeders, den man besteigen kann, erreicht. Über mir nur noch die Stahlspitze. Ja, jetzt schaue ich mich hier noch ein bisschen um und dann geht es auch wieder nach unten. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hinter mir unten im Tal ist die Zeche Prosper Haniel, die, glaube ich, sogar bis letztes oder höchstens vorletztes Jahr noch in Betrieb war, jetzt stillgelegt ist und als Denkmal hier erhalten geblieben ist. Nebenan ist die Skihalle von Bottrop, ein Freizeitzentrum. Das könnt ihr jetzt, glaube ich, nicht so gut sehen. Und ich drehe mich jetzt mal herum. Dann seht ihr da hinten die Treppe und den Aufgang zum Tetraeder. Ja, wir machen jetzt hier oben eine Pause. Dieser Berg ist 65 Meter hoch und ja, wird gekrönt von dem Tetraeder. Der Tetraeder ist das Hauptwerk der IBA und Mittelpunkt dieses Landschaftsparks. Ja, hinter mir und auch vor mir die Treppe. Ich gehe jetzt hier die Treppe runter, die als Direttissima für den Tetraeder gebaut wurde. Diese Treppe hat 367 Stufen genau und führt direkt auf den 65 Meter hohen Tafelberg. Ja, wie gesagt, auf dem oben der Tetraeder steht. Gigantisch, ne? Echt gigantisch.
Wir befinden uns jetzt hier in Welheim. Das ist ein Stadtteil von Bottrop, nämlich Bottrop-Boy. Dazu gehört die Welheimer Mark. Ich nehme mal an, das ist ein Landschaftsschutzgebiet. Und hier befinden wir uns in einer wunderschönen alten Siedlung, Bergarbeitersiedlung, die ganz toll hergerichtet ist, super erhalten. Leider hat sie keinen Namen. Ich habe bis jetzt noch keinen gefunden oder wir haben bis jetzt noch keinen gefunden. Ja, und da gehen wir jetzt erstmal so durch und lassen das hier so auf uns wirken. Ja, hier befinden wir uns jetzt in Essen-Karnap. Wir haben also Bottrop-Boy verlassen und sind jetzt in der Siedlung Matthias Stinnes, zugehörig zur Zeche Matthias Stinnes, gebaut zwischen 1890 und 1926 hier. Und diese Siedlung macht circa ein Drittel des Stadtteils von Essen-Karnap aus. Hier befinden sich massenweise Häuser und an den Häusern kann man, an den unterschiedlichen Bauzielen, kann man die Rangordnung der Bergleute absehen. Die kleineren Häuser eben für die normalen Bergarbeiter, dann größere für die Steiger etc. Ja, und in der Zeche Matthias Stinnes arbeiteten vor allem Übersiedler aus Polen, aus Ostpreußen etc. Ja, und das wollte ich auch noch sagen, dass diese Siedlung sich durch ein geschlossenes Siedlungsbild auszeichnet, also hier gar keine neuen Häuser dazwischen gebaut sind, so wie das oftmals bei anderen Siedlungen der Fall ist. Nordsternpark. Vor mir befindet sich jetzt eine Bühne, auf der Veranstaltungen stattfinden. Die sehen wir gleich noch. Ja, auf der rechten Seite die Ruhr. Der Nordsternpark wurde 1997 anlässlich der Bundesgartenschau gebaut und gehört zur Zeche Nordstern, die 1993 geschlossen wurde, hier in Gelsenkirchen. Ja, und gleich gehen wir jetzt zu der berühmten Herkules-Statue, die von dem berühmten Künstler Markus Lüpertz auf dem Gebäude der Viva West aufgesetzt wurde. Das ist hier ein Wahrzeichen der Region. Ach so, das ist übrigens der Rhein-Herne-Kanal hinter mir und nicht die Ruhr, wie ich eigentlich dachte. Thank you.
ihr gerade gesehen habt, sind wir jetzt an der Siedlung Klappheckenhof vorbeigegangen. Diese befindet sich im Gelsenkirchener Norden und zwar gehörig zur Zeche Wilhelmine Victoria ehemals. Ja, und hier wurden 6 Straßen gebaut mit ganz tollen kleinen Zechenhäusern für die Arbeiter, die heute alle im Privatbesitz sind. Ja, eine der ältesten Siedlungen in Gelsenkirchen und am besten erhalten überhaupt. Leider kann man die nicht so gut filmen, weil die Straßen sehr eng sind und man da nicht so gut drankommt. Ja, das war das dazu. Langsam nähern wir uns der Innenstadt von Gelsenkirchen. Wir befinden uns jetzt hier in der sogenannten Feldmark. Wir gehen schon kilometerlang auf einem Radweg, Wanderweg, was auch immer, mit dem Namen Route 11. Ach so, ja, das ist eigentlich ein Wanderweg. Und das ist der Nord-Süd-Wanderweg, der durch Gelsenkirchen führt. Ja, den sind wir jetzt gegangen. Zuvor sind wir den XE gegangen, den Emscher-Parkweg. Den habt ihr ja schon ein paar Mal gesehen. Heute allerdings noch einen neuen Abschnitt davon, den wir selber auch noch nicht gegangen sind. Ja, und insgesamt würde ich sagen, war es eine sehr schöne Wanderung, sehr urban mit den ganzen Siedlungen. Das Highlight natürlich der Tetraeder, ist ja ganz klar. Und wie immer waren wir sehr erstaunt, dass auch auf diesem Emscher Park Trail, der ja auch in jedem Wanderführer ausgeschildert ist etc., nur an den neuralgischen Punkten, wo es eben was zu sehen gibt, Leute zu sehen waren, in den schönen Siedlungen, in den Parks hier und den Naherholungsgebieten. Kein einziger Mensch, nicht ein Wanderer. Also wirklich, tja, erstaunlich. Ich meine, wir haben Samstagnachmittag und ja, da könnten mehr Leute unterwegs sein. Deshalb, traut euch, geht raus, macht was Schönes. Also Erlebnisse pur kann man versprechen. Melde mich gleich nochmal vom Hauptbahnhof in Gelsenkirchen, wo wir unsere Wanderung beenden. So, wir sind jetzt hier in Gelsenkirchen, Feldmark immer noch auf der Zeppelinallee und ich habe mein persönliches Highlight aus dem Rucksack geholt, eine wunderschöne Rosinenschnecke von Bottropper Bäcker bis hierhin aufgehoben. Ja, und die werde ich mir jetzt reinziehen. Also ich fand
fand es abenteuerlich gut und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Wandern im Ruhrgebiet.